Yo Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Auch wenn sich jetzt vielleicht einige Leute freuen und glauben, dass ich jetzt in diesem Video hier verkünde, dass mein 12-Wochen Muskelmacher-Programm zu Ende ist, dass es diese Website der Muskelmacher nicht mehr geben wird, muss ich natürlich enttäuschen, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde also weitermachen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich mit diesem Coaching vielen Leuten geholfen habe und auch vielen Leuten helfe. Aber ich möchte mich ganz bewusst von dem Wort Programm distanzieren. Das waren einfach Dinge, die im Marketing, wenn man so möchte, völlig falsch gelaufen sind. Es geht nicht um ein Programm, um ein 0815-Programm, wo jeder dasselbe macht und man am Ende der 12 Wochen in der tollsten Form seines Lebens ist und dann ein Fotoshooting macht und danach dann wieder Burger King isst, sondern es geht um nachhaltige Erfolge. Es geht mir darum, einfach Leuten Muskelaufbau zu erklären, Muskelaufbau erlernbar zu machen, die Zusammenhänge, unser Körper und vor allen Dingen hier auch unser Geist, weil hier oben werden die Entscheidungen gefällt, hier unten werden sie nur ausgeführt und diese Dinge einfach nahe zu bringen. Ein roter Faden ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, dass man von hier und von hier und von da Informationen einsammelt. Wir sind nicht in irgendeiner Gesellschaft, wo es an Informationen mangelt, sondern wir sind in einer Informationsüberflussgesellschaft. Es gibt im Internet, es gibt in Bibliotheken, es gibt in allen möglichen Foren viel zu viele Informationen und die Relevanten, die müssen von den Nicht-Relevanten selektiert werden und dann muss geguckt werden, was ist für mich das Richtige? Ist es für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt das Richtige und genau den Jungs das mit auf den Weg zu geben oder eben auch den Mädels. Bei mir sind immerhin so knapp 30% weibliche Kundinnen, also einfach so eine Dinge mit auf den Weg zu geben. Das ist mein Job als Personal Coach und ich möchte mich einfach von diesem Wort Programm distanzieren, weil es einfach marketingmäßig der völlige Flop ist. Ich möchte kein Programm haben, wo eben jeder das Gleiche macht, sondern so wie es immer schon war, mich um jeden einzelnen Kunden kümmern und das ist ein Personal Coaching und nichts anderes als ein Personal Coaching und eben kein Trainings Programm. Wo ist jetzt der Unterschied und vor allen Dingen, wo mache ich die Unterschiede aus? Für mich ist es ganz wichtig, einfach an der Stelle auch deutlich zu machen, Muskelaufbau ist nichts, was innerhalb von 12 Wochen passiert, dann abgeschlossen ist und man diese geile Form bis zum Ende seiner Tage hält. Es sind die wenigsten Leute, die in 12 Wochen die krassesten Transformationen machen. Das gibt es, dass Leute sich einfach wie verwandelt aussehen, einfach weil sie weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, weil sie erst mit dem Sport angefangen haben. Diese zwei Faktoren sind die einzigen, die es gibt, weswegen man wirklich in 12 Wochen innerhalb einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit so eine extreme Verwandlung machen kann. Also wer einfach jahrelang trainiert, aber alles Mögliche falsch hinsichtlich Training und Ernährung macht, wenn man dem dann sagt, wie es richtig geht, macht der natürlich eine extreme Entwicklung. Es ist genauso, als wenn du irgendwie Samen auf den Boden wirfst in der Wüste und da passiert natürlich erstmal nichts, sondern irgendwann gießt der eine Wasser drauf und dann holt der andere die Sonne ran und dann auf einmal geht das Ganze auf wie nichts. Es ist dieser Effekt und diejenigen, die einfach noch nie in ihrem Leben eine Hantel angefasst haben, wenn die dann anfangen, die Dinge nicht erst falsch zu machen, um dann korrigiert zu werden, um sie nach Jahren richtig zu machen, sondern wenn diejenigen einfach von Anfang an die Dinge richtig machen, dann gibt es auch nur diese zwei Gruppen, die in 12 Wochen tatsächlich eine extreme Transformation machen können. Alle anderen haben einen ganz anderen Gewinn innerhalb dieser 12 Wochen und zwar, sie machen Brain Gains. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Es geht mir darum, dass man einfach lernt, was sind die Zusammenhänge und dass man in der 13. Woche besser ist als in der 12. Woche, in der 14. Woche dann immer noch besser ist als in der 13. Woche zuvor und dass man einfach die Erfolge eigenständig, ohne Abhängigkeit von irgendeinem Trainer, von irgendeinem Trainingsprogramm, von irgendeinem Coaching dann einfach selber in die Zukunft fortführen kann. Es geht mir nicht darum, Leute von mir abhängig zu machen, die mich dann Wochen später noch was fragen. Komischerweise bekomme ich nach den 12 Wochen so gut wie keine Fragen mehr gestellt. Das bestätigt mich natürlich, dass ich es einfach schaffe, in 12 Wochen das, was für Muskelaufbau relevant ist, was relevant ist, um die eigenen gesetzten Ziele zu erreichen, zu erklären. Es geht also mehr um die Brain Gains statt um die Muscle Gains. Man wird sich natürlich innerhalb dieser relativ kurzen Zeit von 3 Monaten, 12 Wochen entwickeln, aber es geht wirklich um dieses Nachhaltige und ich hoffe einfach, dass viele von euch, die ungeduldig sind, einfach verstehen, was ich damit meine. Ob Ronnie Coleman, ob Arnold Schwarzenegger, ob Markus Rühl oder auch ganz andere Sportler, die haben alle mal angefangen, da haben sie unter 60 Kilo gewogen oder ganz dünne Ärmchen gehabt und sind dann später zu extrem viel Muskelmasse gekommen. All diejenigen, die erfolgreich sind, haben alle mal klein angefangen und sie haben eine Sache niemals vergessen und zwar Muskelaufbau ist eine Sache, die immer mit dem Kampf gegen die eigene Ungeduld zu tun hat. Ihr müsst einfach anfangen zu verstehen, dass ihr nichts erzaubern könnt, dass ihr nichts von heute auf morgen bewirken könnt. Das ist auch nicht so wie eine Klassenarbeit, wo man am Vortag lernt und am nächsten Tag dann irgendwie eine Prüfung schreibt und am
am dritten Tag bekommt man dann eine 1 oder eine 2 zurück, wenn man es gut gemacht hat, sondern es geht wirklich darum, sich aufzureiben in jeder einzelnen Trainingseinheit, auch das, was man sich am Plan gesetzt hat, in der Tat umzusetzen, hier oben die Entscheidungen, hier unten umzusetzen und es an jedem einzelnen verdammten Tag. Und im Naturalbereich bedeutet es, ihr kämpft immer wieder an gegen Genetik, ihr kämpft immer wieder an dagegen, dass unser Körper sich einfach sagt, wozu brauche ich die Muskeln? Muskeln sind Luxus, muss ich sie wirklich aufbauen? Und du ihm immer wieder sagen musst, du ihn immer wieder überzeugen musst, ja, bau Muskeln auf, du wirst sie brauchen. Ich zeig's dir hier ganz klar beim Training. Es gibt keine Wunder, es gibt nur Training und ihr werdet niemals am nächsten Tag aufwachen und aussehen wie der Hulk, nur weil ihr einen Tag davor geil trainiert habt, mit keinem Programm, auch mit keinem Coaching. Nur mal so als kleine Randnotiz, das 12 Wochen Muskelmacher-Programm wird in Zukunft das Muskelmacher-Prinzip heißen. Es geht mir einfach darum, euch Prinzipien mit auf den Weg zu geben, Grundsätze, einen roten Faden, dass ihr was lernt. Das ist meine Botschaft, das ist das, was ich euch anbieten möchte. Und ich weiß genau, da schreiben mir jetzt wieder einige Leute unter dieses Video, das ist alles Werbung. Ich möchte euch Dinge erklären, ich möchte euch informieren, ich möchte euch einfach ein bisschen was mit auf den Weg geben. Erzielt eure Erfolge, geschenkt bekommt ihr sowieso nichts. Wir sehen uns, viele Grüße, euer Simon.